Bei meinem letzten Vortrag, den ich in der Regenklausur gehalten habe, über die Gefahren der Meditation, dem reißerischen Titel Dämonen aus der Stille, ging es zum größten Teil um Sammasankappa, eine richtige Absicht oder Ausrichtung in der Praxis. Und ich habe da die These aufgestellt und so ein bisschen beleuchtet, dass es doch sehr davon abhängt, zu welchem Zweck man meditiert und aus welchem Grund, in welche Richtung das gehen soll, ob eben Meditation gefährlich ist oder nicht, hängt davon ab. Und so ganz beiläufig habe ich da die Frage aufgestellt, ob es denn zulässig ist, Geborgenheit als Sinn und Zweck der Praxis zu haben, ob man sich darauf ausrichtet, ob man das sich wünschen darf, denn vieles in unserer Praxis scheint zunächst nicht so zu sein. Wir reflektieren, dieser Körper ist eine Eiterbeule und ich bin dem Tode unterworfen und überhaupt alles vergänglich und so weiter. Leidhaft, ob das dann überhaupt legitim ist, sich Geborgenheit von der Praxis zu wünschen. Und ich habe das damals so ein bisschen als Anregung, als Hausaufgabe mitgegeben, aber auch gesagt, dass mich das Thema selber beschäftigt und dass dann da vielleicht ein Vortrag draus wird. Und das ist also heute der Fall. Geborgenheit, was ist das? Was könnte man darunter verstehen? Geborgenheit ist das zweitschönste Wort der deutschen Sprache nach einer Umfrage. Das ist sicherlich ein sehr breit gefächerter Begriff, ein sehr umfassender Begriff. Verschiedene Bestandteile, zum Beispiel versorgt sein mit den Notwendigkeiten des Lebens, dass man sich nicht keine Sorgen machen muss, dass man genug zu essen hat, ein Dach über dem Kopf, nicht obdachlos ist. Sicherheit, dass man nicht bedroht wird von Krankheiten, von Kriegen, von Konflikten, Bankcrash, Naturkatastrophen, Atomunfälle, aber auch geliebt werden, Anerkennung finden, Integration in eine Gemeinschaft, frei sein von Mobbing, frei sein von Enttäuschungen in der Beziehung, aber auch so ein Stück weit Selbstverwirklichung, dass man intellektuell sich verwirklichen kann, das tun, was man möchte, sich weiterbilden zum Beispiel, seine Individualität ausdrücken und dann letztendlich auch das, was die Individualität vielleicht überschreitet, das Religiöse, Spirituelle, Transzendente, Geborgenheit, wenn es darum geht, Sinn des Lebens zu finden oder die Fragen, die ungeklärten Fragen im Leben, sich denen stellen zu können. Diejenigen, die vielleicht vor 2 Jahren, ist das glaube ich schon fast her, da habe ich genau diese Struktur schon mal gebracht. Das ist nämlich die Bedürfnispyramide nach dem amerikanischen Psychologen Maslow, der damals sich beschäftigt hat mit der Frage, warum sind Menschen glücklich? Und der hat gesagt, man muss also erst immer diese unterste Schicht mehr oder weniger befriedigt haben, bevor das nächsthöhere Bedürfnis entstehen kann. Also wir haben die Grundbedürfnisse des Lebens, die Grundversorgung, dann haben wir das Bedürfnis nach Sicherheit, wir haben das Bedürfnis nach Integration, Anerkennung, verwurzelt sein in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe, dann das Individuelle, Intellektuelle und dann letztendlich das Spirituelle. Ich habe mich gefragt, ob das so stimmt. Also im Großen und Ganzen mag das wohl zutreffen, dass man so erstmal unten anfangen muss. Und wir haben ja auch die Werke großer deutscher Dichter, die sich damit beschäftigen, ob man zum Beispiel ein ethischer Mensch sein kann, wenn man nicht genug zu beißen hat. Aber andererseits haben wir in der Weltgeschichte immer wieder, können wir das beobachten, dass Spiritualität oft einen Aufschwung nimmt in Zeiten sozialer Unsicherheit, wo also gerade dieses Integriertsein, sein Platz finden in der Gesellschaft sehr in Frage gestellt wird. Zum Beispiel in der Hochzeit der deutschen christlichen Mystik
Oder auch zur Zeit des Buddha war auch eine Zeit der Umwälzung, soziale Umwälzung. Für Mönche, die also ganz explizit an mehr so die oberen Bereiche dieser Pyramide ansprechen oder ansprechen sollten, die versuchen natürlich, die untere Schicht ganz klein zu halten, um so schnell abhaken zu können. Also die Geborgenheit der unteren Stufen, also das Schwergewicht, der Suche nach Geborgenheit, neigt doch immer dazu, so nach oben hin abzudriften. Also Richtung Selbstverwirklichung, Spiritualität, was wir da versuchen, Sinn des Lebens, Leben und Tod, Krankheit, solche Fragen anzusprechen und da irgendwie Geborgenheit zu finden. Dass die materiellen Dinge etwas sehr Unsicheres sind, muss ich nicht sehr viel darüber erzählen. Geborgenheit, wenigstens geliebt werden. Geborgenheit spielt eine sehr große Rolle für Kinder in der Erziehung, wie die aufwachsen. Geborgenheit oder das Gefühl, geborgen zu sein, spielt eine sehr große Rolle, wenn wir an der Grenze, an einer Schwelle stehen hin zu etwas Unbekannten. Und das machen wir zum Beispiel jeden Tag, wenn wir uns zum Schlafen legen. Aus dem Grund sind Schlaflieder erfunden worden, nehme ich an. Schlaf, Kindlein, schlaf, der Vater hüt die Schaf, die Mutter schüttelt's Bäumelein, fällt herab ein Träumelein. Also dem Kind vermitteln, es ist alles in Ordnung. Vater kümmert sich um das Materielle, hütet die Schafe, die Mutter sorgt dafür, dass du jetzt unbesorgt und geborgen in den Schlaf hinübergehen kannst. Das, was du jetzt hier hast, loslassen können. Dieses Schlaflied ist also mindestens 400 Jahre alt und in mehr als 30 Textversionen sollen davon überliefert sein. Eine Version, da kann einem so das Blut etwas in den Adern stocken, lautet: Bet, Kindlein, bet, denn morgen kommt der Schwed, morgen kommt der Ochsenstern, der wird das Kindlein beten lernen. Das war die Version, die im Dreißigjährigen Krieg gesungen wurde. Da ist nichts mehr mit Hüt die Schaf und Träumelein und so weiter. Da ist schon wieder die Sicherheit, die man in Friedenszeiten hat, die auch so zerbrechlich ist, löst sich in nichts auf. Morgen kommt der Schwed, der Krieg steht vor der Tür. Ja, und dann driftet es wieder nach oben ab. Beten. Als Antwort der Suche nach Geborgenheit. Sensible Naturen haben schon festgestellt, dass der Horror des 30-jährigen Kriegs auch hier in dieser Gegend irgendwie noch ein bisschen nachhallt. Der Frankenwald war so das eins der am stärksten betroffenen Gebiete, wo also ein Drittel der Bevölkerung, Drittel bis zur Hälfte der Bevölkerung in diesen 30 Jahren eines gewaltsamen Todes gestorben sind oder an den Folgen des Krieges, Seuchen und so weiter, Hungersnot, alles leer geplündert wurde. Also von hier bis Magdeburg war also ganz, ganz hart. Das nur nebenbei. Eine andere Beobachtung, die ich in dem Zusammenhang gemacht habe, ist Entfremdung von der sozialen Einbindung driftet dann auch nach oben ab. So ein bisschen ins die nächste Stufe, das Intellektuelle, der intellektuelle Ego-Trip. Wir haben ja bei der Geborgenheit durch Einbindung in eine Gemeinschaft haben wir ein Gegenüber. Wir haben Leute um uns herum, die uns dieses Gefühl der Geborgenheit vermitteln. Und das Bedürfnis nach Dingen um uns herum, die uns das Gefühl von Geborgenheit vermitteln, hört ja nicht auf, wenn jetzt in dieses spezielle Thema der sozialen Einbindung eben nicht ausreichend versorgt wird. Das ist wahrscheinlich der Grund für den Erfolg von Facebook und Twitter und Blogs und Internetforen, wo dann sozusagen von der nächsthöheren Ebene diese intellektuelle, persönliche Selbstverwirklichung versucht wird, dieses Loch zu stopfen. Das Loch, was durch Vereinsamung heutzutage ein großes Thema aufkommen kann. Ich war vor nicht allzu langer Zeit mal als Beifahrer im Auto unterwegs. Wir sind
mussten dann tanken und dann kam also eine Tankstelle und gerade als wir da reinfuhren, auch hier im Frankenwald, schaltete die Preisanzeige um 3 Cent nach unten. Genau in dem Moment, klack, 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 wurde das Benzin billiger, während wir auf diese Tankstelle fuhren. Also getankt, dann kam eine Frau, hat auch getankt und hat gesagt, ja, jetzt haben wir aber unheimlich Glück gehabt, weil gleich kommt hier der Ansturm. Ja, wieso, woher wissen die Leute das? Ja, das ist über Facebook, das spricht sich sofort rum. Da ist mir erstmal so wieder klar geworden, was da los ist in der Welt. Also wir kriegen das ja nicht so mit hier als eher internetsparsam benutzende Mönche. Also inwieweit sich die Gesellschaft umstrukturiert jetzt im Moment durch diesen Ersatz für das soziale Miteinander. Online-Spiele habe ich irgendwann mal im Wartezimmer vom Zahnarzt gelesen. Auch großes Problem, da nehmen also Leute eine Rolle ein. Diese Rolle ist ja bedingt oder konditioniert, arrangiert, gestaltet durch das Spiel eben. Und ja, eben sehr viele Fälle von Spielsucht, die da entstehen. Und jede Sucht hat ja als Charakteristikum eine Blindheit sich selbst gegenüber. Das ist also, hat jede Sucht. Man sieht das nicht, dass man süchtig ist. Das ist also Bestandteil der Sucht. Diese Blindheit, die hatten wir jetzt schon ein paar Mal bei den letzten Themen, die Ajahn Chattamalo gestaltet hat. Unwissenheit. Driften wir langsam Richtung Dhamma. Avijja ist die Bedingung für Begehren. Naja, also ich habe jetzt eigentlich, wollte jetzt abheben auf das, was Ajahn Chattamalo da bei den letzten beiden Vorträgen ausgearbeitet hat mit den 12 Gliedern und er hat das, glaube ich, sogar noch ausgedruckt und verteilt und so weiter. Sankara. Sankara, genau. Unwissenheit ist die Bedingung für Sankara, für Gestaltungen. Was gestalten die? Kurz zusammengefasst, die restlichen 10, die gestalten unseren Platz hier, den wir hier einnehmen. Der Platz, in dem wir uns versuchen, geborgen zu fühlen. Dass wir die Sankaras der unteren Stufen versuchen zu ersetzen durch Sankaras der oberen Stufen, ist natürlich nichts grundlegend Neues. Und gibt's nicht erst, seit es Internet gibt. I have my books and my poetry to protect me. I have no need for friendship. Friendship causes pain. Its loving and its laughter I disdain. I am a rock. I am an island. Kennt das jemand? Saimelka Formel. Hm? Saimelka Formel. Genau. Ich habe meine Bücher und meine Gedichte, um mich zu beschützen. Ich brauche keine Freundschaft. Freundschaft verursacht nur Schmerz. Ich verschmähe das Lieben und das Lachen darin. Ich bin ein Fels, ich bin eine Insel. Gut, dann, bevor wir mehr ins Dhamma einsteigen, vielleicht noch ein paar Beobachtungen, die ich gemacht habe, wie Leute versuchen, Geborgenheit zu finden in der höchsten Stufe, in dem spirituellen, religiösen. In meiner Zeit als Krankenpfleger bin ich ja sehr oft Menschen begegnet, die kurz vorm Tod standen oder zumindest schwer krank waren und ja, sich zumindest dieser Frage stellen mussten, inwieweit finde ich in meiner jetzigen Situation Geborgenheit. Und da war eine Frau, die sehr christlich war, ich weiß jetzt nicht, ob sie da irgendwie in einer speziellen Gruppe war, und die hat gesagt, für sie ist das überhaupt kein Problem, das Thema Sterben ist für sie gar kein, fühlt sie sich nicht bedroht, weil auf sie wartet die goldene Stadt Jerusalem. Also, ich bin da jetzt noch nicht firm genug, was sich damit auf sich hat, aber sie war also mit der Vorstellung, dass auf sie die goldene Stadt Jerusalem wartet, sehr geborgen, hat sie sich gefühlt. Ich habe mich in letzter Zeit auch mit christlicher Mystik mal wieder ein bisschen beschäftigt, aber habe dann festgestellt bei der Vorbereitung dieses Vortrags, dass auch dieses Thema Mystik zu umfangreich ist, als dass ich das jetzt hier so komplett rein
quetschen könnte. Deswegen, also jetzt, das wird jetzt langsam eine Fortsetzungsgeschichte. Also irgendwann in nächster Zeit dann mal ein Vortrag über Mystik, was es so damit auf sich hat. Aber vielleicht kurz gesagt, wir können beobachten, dass die Gottesvorstellung bei den Christen oder anderen Religionen unterschiedlichen Charakters ist. Wir haben also einmal das Brahman, das Unpersönliche, den alldurchdringenden Weltgeist. Auf der anderen Seite haben wir sehr persönliche Gottesvorstellungen. Und nun, das Bedürfnis oder die Geborgenheit in einer Einbindung in ein Miteinander zu finden, da ist natürlich ein alldurchdringender, abstrakter Gott sehr schlecht geeignet als Gegenüber, als Du. Und spricht mehr Menschen an, die eben vielleicht auch meditativ schon anders drauf sind als so die große Mehrheit. Also man kann in der Geschichte der Religion beobachten, dass immer so eine Tendenz und so Rutschen hin ist zum persönlichen Gott, vom Allgemeinen, von einem, die Hindu-Mystiker gesagt haben, hin zum persönlichen Gegenüber. Ich habe mal einen Autoaufkleber gesehen, ich habe Gott so lieb, dass ich ihn Papi nenne. Also wenn ich so ein Verhältnis habe zu Gott, dass ich ihn Papi nennen kann, dann habe ich natürlich schon eine gewisse Geborgenheit davon. Jetzt aus unserer Sicht kann man natürlich sagen, ja, wie zerbrechlich ist natürlich diese Vorstellung, diese Form von Sankara, von Gestaltung. Oder je persönlicher die Vorstellung von einem Gott ist, bei dem ich Geborgenheit suche, desto mehr ist er natürlich gestaltet und von daher Vergänglichkeit unterworfen. Taugt nicht mehr so sehr als ewiges Du, als ewige Garantie für Geborgenheit. Einige von euch wissen ja auch, dass ich mich mit Philosophie so ein bisschen beschäftigt habe und da vor allem die Existenzialisten, also die ansprechendsten und anregendsten unter den Philosophen, die da sehr konsequent sind, Antworten auf, was ist Geborgenheit, worin finde ich Geborgenheit, zurückzuweisen. Leute, die Geborgenheit in ihrem Verstand, in ihrem scharfen Verstand suchen. Heidegger hat gesagt, die Welt, das Dasein ist unheimlich, kein Zuhause, da ist keine Geborgenheit. Aber er hat natürlich versucht, Geborgenheit in seinem Weltbild, in seinem Intellekt zu finden. Nur diese Position hat anscheinend von der Sorte keiner lange durchgehalten. Die haben dann immer versucht, die Geborgenheit woanders zu finden. Heidegger ist dann eben auch so eine Art religiöser Mystiker geworden im Alter. Kierkegaard war Protestant, Marcel ist dann Katholik geworden. Jean-Paul Sartre, der hat dann einen anderen Weg gesucht, der ist Mitglied der KP Frankreichs geworden, der hat die Geborgenheit in der großen Masse gesucht, als Bestandteil einer Bewegung für eine bessere Welt oder wie auch immer. Und das waren so ein paar Vorbeobachtungen. Dieses zweitschönste Wort der deutschen Sprache, Geborgenheit, es ist interessant, dass wir das in anderen Sprachen nicht so finden. Also im Thailändischen gibt es das nicht, im Englischen gibt es das nicht. Also ich habe nachgeguckt, a place of security ist eigentlich keine richtige Übersetzung von Geborgenheit. Das ist wieder mal die deutsche Sprache für solche Sachen sehr gut geeignet. Indonesisch hat es nicht, Norwegisch hat es auch nicht, also das weiß ich aus erster Hand. Und dann habe ich gelesen, Tschechisch hat es auch nicht. Also wahrscheinlich ist das, mit diesem Flavor tatsächlich was speziell Deutsches. Aber wie schaut es denn mit dem Pali aus? Da finden wir eine ganze Menge Wörter, die zumindest die Bedeutung haben. Ich lese jetzt mal ein paar Wörterbucheinträge vor. Also das ist jetzt nicht meine Interpretation. Da gibt es das Wort Tana, Schutz, Zuflucht. Lena, das heißt eigentlich Grotte, auch Zufluchtstätte, Zuflucht. Nata, Hilfe, Beschützer, Zuflucht, Gatti, Prinzip, Zuflucht, Dipa, Insel, Kontinent, Schutz,
Kema, Heimstatt, Sicherheit, Geborgenheit. Und dann natürlich Sarana, Schutz, Obhut, Zuflucht. Es gibt einen Begriff im Pali-Yoga-Kema, stand in meinem Wörterbuch drin, Loslösung vom Joch. Und das ist ein Begriff, der schon aus dem Vedischen stammt, Yoga. Elke weiß es, bedeutet eigentlich Joch, oder? Ja, also wie, so sieht man mal, wie verwandt die Sprachen sind, Yoga und Joch, also ist die sich reinhängen praktisch. Und Kema ist dann die Belohnung, die Ausruhphase anschließend, also so war es im Vedischen, oder Erwerb und Besitz. Aus diesem Grund wird es von manchen Leuten Yoga-Kema als Sicherheit durch Yoga verstanden. Ich habe es immer übersetzt mit Freiheit oder Sicherheit vor den Fesseln oder von den Fesseln. Aber egal, wie man es übersetzt, es ist auf jeden Fall ein Synonym für Nibbana. Es ist die endgültige Geborgenheit. Wie kommt man dahin zu dieser Form von Geborgenheit? Wenn man sich so das Mönchsleben anschaut, dann könnte man sagen, naja, einfach nur mit Fetzenroben rumlaufen und zweite Stufe, was war das? Sicherheit, gefährliche Orte aufsuchen, wo es von Tigern wimmelt oder sich zum Meditieren an den Rand einer Klippe setzen. Und dann, ja, die Familie, die hat man sowieso schon hinter sich gelassen. Und dann im Zen werden die Bücher verbrannt, bleibt nur noch eins übrig, die Meditation, der Hinwendung zum Nibbana. Aber wir haben also Suttas, wo gesagt wird, Zufluchtnahme ist die Praxis. Und wenn ich sage Zufluchtnahme, dann ist das eigentlich schon falsch ausgedrückt, weil wir Buddhang Saranang Gacchami heißt, ich gehe um Zuflucht zum Buddha. Das heißt, da ist nichts, was ich mir nehmen kann und dann habe ich's, sondern es ist ein fortlaufender Prozess. Also Zuflucht um Zuflucht gehen, da fange ich in dem Moment an, wo ich Zufluchtnahme, den Entschluss fasse. Aber dann ist es ein fortlaufender Prozess, bis ich fertig bin mit der Praxis. Es bedeutet, Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha nehmen oder um Zuflucht gehen, bedeutet, dass wir uns der Führung von Buddha Dhamma Sangha anvertrauen. Jetzt mag natürlich der Einwand kommen, der heutzutage populär ist. Ja, aber der Buddha hat doch gesagt, seid ihr selbst eine Insel. Wieder die Insel, ne? Wie bei Simon und Garfunkel. Ich bin eine Insel. Seid ihr selbst eine Insel, seid ihr selbst eine Zuflucht. Ich habe diese Lehrrede nachgeschaut, wo das drin steht. Das ist die Eröffnung zu einer Lehrrede im Kanda Sanyutta. Und da kommt dann anschließend sehr ausführlich, ja, wie macht man denn das, sich selbst eine Insel zu sein? Und in dieser Lehrrede wird dann gesagt, ja, als erstes die Ursachen des Leidens erforschen, zweitens die Kandas als vergänglich betrachten und ernüchtert werden darüber und sich davon loslösen. Nur die meisten, die sagen, sei dir selbst eine Zuflucht, die also dieses Argument hernehmen, benutzen es ja, um ihre eigenen Ansichten zu rechtfertigen. Ich nehme jetzt Zuflucht, ich mach mich selbst zu meiner Insel, zu meiner Zuflucht. Das heißt, so wie ich jetzt im Moment bin, ist es prima und da nehme ich Zuflucht dazu. Aber was kann ich denn Zuflucht nehmen in einem Geist, der von Gier, Hass und Verblendung beeinflusst ist? Also meistens kommen mir solche Argumente von Leuten, die noch nicht mal genug Selbstkontrolle haben, die Silas einzuhalten, ihre Ethikregeln einzuhalten. Also sich selbst eine Insel sein, heißt nicht Selbstzufriedenheit mit dem Status quo, sondern es heißt, hart an sich zu arbeiten. Okay, also die Praxisgrundlage sind die 5 Ethikregeln oder überhaupt ethisches Verhalten für uns Mönche. Wir haben halt einen anderen Ethiksatz, aber die Ethik ist die Grundlage. Und da können wir schon sehen, wie das Thema Geborgenheit auch angesprochen wird. Wenn wir die 5 Ethikregeln einhalten, dann bieten wir Geborgenheit für andere Lebewesen. Geborgenheit davor, getötet zu werden. Geborgenheit davor, dass ihnen der Besitz weggenommen wird. Geborgenheit ihrer Partnerschaft. Geborgenheit und Sicherheit der Wahrheit. Geborgenheit und Schutz vor berauschtem Verhalten. Und wenn am Gesetz von Kamma irgendwas dran ist, und das ist ja eigentlich auch eine Grundvoraussetzung,
den Weg des Buddha praktizieren zu können, dass wir also davon ausgehen, nicht nur es akzeptieren, sondern es zur Grundlage unseres Handelns machen, dass unsere Handlungen Wirkungen haben. Das heißt, dass wir verantwortlich sind, dass wir für unseren eigenen Weg und entsprechend die Folgen ernten werden. Dann bedeutet es auch, wenn wir die fünf Silas einhalten, die fünf Ethikregeln, dass wir Geborgenheit für uns selbst besorgen. Jetzt mal ganz auf der vordergründigen Ebene ist auch klar, wenn wir nett zu anderen sind, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass wir in einem Umfeld uns bewegen, wo auch Leute nett zu uns sind. Auf ihre Taten müssen sie sich verlassen. Das ist die Geborgenheit in unseren Handlungen, soweit es das Thema Ethik betrifft. Die nächsten beiden Bestandteile des Pfades, Samadhi und Weisheit, die will ich jetzt mal ein bisschen zusammen behandeln, denn wir haben das ja auch schon oft angesprochen, dass die sich gegenseitig bedingen. Also dieses klare Sehen hängt davon ab, dass ich meinen Geist so weit entwickelt habe, dass ich eben klar sehen kann. Die Spielsucht, die ich vorhin angesprochen habe, eine Rolle da in einem Internetspiel einzunehmen, ist ja nicht etwas, was sich aufs Internet allein begrenzt. Diese Sucht ist unser Leben, unser Dasein. Wir sehen nicht, dass wir uns mit einem Suchtstoff versorgen, mit dem wir eben eine Rolle spielen. Und dieser Suchtstoff heißt Gestaltungen, Sankharas. Die Sucht ist die Blindheit, die dafür sorgt, dass alles in unserem Erleben zu einer Droge wird. Und nachdem diese Droge alles umfasst, ist der Entzug ziemlich schwer. Alle diese fünf Ebenen, die der Maslow da eingeteilt hat, sind Suchtstoff. Aber es sind unterschiedlich grobe Formen von Sankharas. Der Rausch, der Buddha hat auch von den Rauschen gesprochen, der Lebensrausch, Jugendrausch, Gesundheitsrausch, Daseinsrausch. Und er hat diese Terminologie auch weitergetrieben. Indem wir diese Sucht verstehen, kommt Ernüchterung mit all diesen Dingen. Ernüchterung als Gegenmittel zu dieser Abhängigkeit. Abhängigkeit vom Ich, das wäre so die grobe Betrachtungsweise. Egoismus, Ich-Sucht, davon abhängig zu sein, seine Geborgenheit darin zu finden, dass wir mit Ellenbogen durchs Leben laufen, aber auch Abhängigkeit des Ich, Paticca-Samuppada, das Thema, was wir also die letzten Wochen und Monate behandelt haben. Das heißt also, der Platz, den wir einnehmen, die Rolle, die wir spielen, ist abhängig, klar, von den Sankharas, die wir nicht als solche sehen, weil wir einfach blind sind, weil wir diese Sucht haben. Ich merke schon, das geht schon wieder Richtung Paticca-Samuppada, hatte ich eigentlich gar nicht vor, das sollte über Geborgenheit gehen. Also, ich habe mich an einen Film erinnert, das muss schon ziemlich lange her sein, in dem Film gab es noch Disketten, das waren so Scheiben, die man so in den Computer reingesteckt hat, und da ging es um eine, weiß nicht, Programmiererin, halt so eine Computerexpertin, und die war einer Bande von Internetkriminellen auf der Spur. Und diese Internetkriminellen wollten der Frau natürlich das Leben schwer machen, und die konnten dann so sich in Datenbanken reinhacken, und plötzlich stand die Polizei bei der vor der Tür. Also diese Kriminellen haben der Frau das Leben schwer gemacht, indem sie plötzlich Sankharas in den Datenbanken geschaffen haben, wo sie plötzlich eine Prostituierte war. Und alle haben sie wie eine Prostituierte behandelt, bei der Bank, bei Anwohnermeldeamt, überall. Und war natürlich entsprechend Stress. Das sind Sankharas verändert worden, die ja alle vergänglich sind, wie wir jeden Morgen chanten, die bei anderen Leuten ihre Rolle anders dargestellt haben. Das fand ich sehr interessant, weil kann man natürlich sagen, naja, aber sie weiß ja, dass sie Computerfachfrau ist und keine Prostituierte. Also die Sankharas betreffen sie ja nicht. Also da hat ja bei ihr nichts geändert, aber das stimmt nicht. Weil ihre Rolle war plötzlich Prostituierte in den Augen anderer. Ist auch eine Veränderung zu dem, was sie vorher war. Also es gibt da unterschiedliche
Ebenen, die direkt auf uns wirken, die über andere auf uns wirken. Ich habe in meinem Retreat in der Regenklausur eines Nachts einen Traum gehabt. In dem Traum bin ich mit meinem Tudong-Ausrüstung in ein Waldkloster reingelaufen, stellte sich raus, Wat Pa Ban Thap. In dem Traum war Lungta Mahabua noch am Leben. Ich habe mich also vor ihm verbeugt. Anschließend habe ich meine Schale in dieser Almosenschale in der Tasche mit dem Fuß in einer anderen Sala abgestellt, meine Robe gefaltet, drüber gelegt und dann habe ich Lungta Mahabua die Füße massiert. Und das muss wohl ziemlich lange gegangen sein. Also da war dann wohl ein Schnitt. Und jedenfalls plötzlich Lungta Mahabua, so jetzt ist Zeit, auf Almosenrunde zu gehen. Und alle standen schon da, in ihre Roben gewickelt, mit der Almosenschale umgehängt. Und ich schnell zurück zu der Sala, wollte meine Schale holen, war nicht mehr da. Robe war weg. Ich habe nur noch meine untere Robe gehabt und mein Schultertuch, wie ich eben die Füße massiert habe. Dafür waren dann lauter Frauen da gesessen in dieser anderen Sala und haben mich irgendwie ziemlich wüst beschimpft. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann nächste Szene. Also bin halt zu spät gekommen, nicht Almosengang gegangen und dann mit nur meine obere Robe war weg und dann bin ich so auf, habe nur noch meine Umhängetasche gehabt, bin dann auf Knien an einem Spalier von westlichen Mönchen, alle sehr senior, graue Haare, Brille, so wie die halt alle aussehen, auf Knien an denen vorbeigerobbt. Da war also Ajahn Jeff, der eigentlich da gar nicht reingehört, aber Ajahn Cherry und Ajahn Dick und ganz vorne saß Lungpa Panyavato. Und ich robb so vorbei und als ich so an Ajahn Cherry vorbei, schaut er mich so an und fängt das Kichern an. Und ich guck, habe ich gesehen, ich habe gar keinen Sabong an, gar keine untere Robe, sondern nur eine weiße, schmutzige Unterhose. Da war ich ja schon ziemlich fertig. Und Lungpa Panyavato hat mich dann gefragt, ja, was willst du denn hier? Sag ich, na, ich bin doch Mönch. Ja, kannst du das irgendwie beweisen? Sag ich, ja, ich habe in meiner Umhängetasche habe ich meinen Mönchsausweis, meinen Baisoti, und habe den also genommen und habe ihm das so hingehalten. Und er guckt drauf, schaut mich ganz mitleidig an und schüttelt den Kopf. Dann habe ich dann hingeschaut, war mein Impfpass. Ja, so eine Verwechslung kann schon passieren, zumal im Traum, weil der Mönchsausweis sieht so aus. Also schon eine gewisse Ähnlichkeit. Ne? Na, jedenfalls fing ich dann an, im Traum zu kontemplieren. Wie gesagt, alle Sankaras, die meine Rolle als Mönch bedingen, sind jetzt weg. Aber ich habe Upasampada bekommen. Ich habe die Ordination zum Mönch bekommen, ein Sangha-Kamma. Ich habe nur nichts Materielles vorzuweisen. Reicht denn dieses immaterielle Sankara aus, um mich als Mönch zu definieren? Und sowas hält natürlich kein Traum aus auf Dauer. Ich bin dann aufgewacht. Aber ich fand es hinterher schon ganz interessant, dass ich also im Traum dann so über Dhamma reflektiert habe. Dass wir von Sankaras bedingt sind in unserer Rolle, in dem Platz, den wir einnehmen, dass wir versuchen, da drin Geborgenheit zu finden, das ist natürlich irgendwie die Quelle von Leiden, die Ursache von Dukkha, Paticca Samuppada. Aber es ist nichts Verwerfliches, also es ist jetzt nichts, wofür wir uns tadeln müssten. Ist halt so, das kann man nicht durch Beschluss aufheben. Sankaras, viele der Sankaras sind natürlich Absichten, das heißt, was wir vorhaben. Aber Sankara ist nicht, also die Absichten ist nicht das, was Paticca Samuppada im Schwung hält. Das ist auf viel allgemeinerer Ebene Sankaras. Alles, unser gesamtes Erleben, die gesamte Welt deutet auf den Mittelpunkt, den wir uns selber geschaffen haben, den Platz, den wir einnehmen, die Geborgenheit, die wir suchen in unserer Rolle. Da ist nichts Verwerfliches dran. Im Gegenteil, in dem Moment, wo wir sagen, okay, es ist halt so, aufgrund von Unwissenheit haben wir die Chance, genau hinzuschauen. Also meine Sankaras sind ja nicht nur das, was mich zum Mönch macht. Mein Mönchsausweis oder meine Robe oder meine Upasampada. Gibt ja noch andere Dinge auch, die meinen Platz im Leben bestimmen. Zum Beispiel, nachdem ich öfter mal nach Thailand fliege und für manche ist es
sehr von Vorteil, mit Thai Airways zu fliegen, habe ich so ein Mileage-Konto, also so ein Vielfliegerkonto. Und da kriegt man so einen Ausweis und da, den kannst du dann, kann man dann extra Gepäck mitnehmen oder kriegt hin und wieder mal einen Freiflug oder so. Und alle paar Jahre ist der Ausweis abgelaufen, dann kriegst du einen neuen automatisch geschickt. Dieses Jahr, meiner abgelaufen im September, keinen neuen Ausweis gekriegt. Da habe ich dann mal angerufen. Ja, hier, was ist? Ich habe keinen neuen Ausweis gekriegt. Und da war so eine Mitarbeiterin von Thai Air, Thailänderin offensichtlich, sprach perfekt Deutsch, fast akzentfrei, sehr freundlich. Aber ich habe eine gewisse Spur von Kälte in ihrer Stimme festgestellt, als sie zu mir sagte, sie haben ihren Silberstatus verloren. Das hat mich getroffen. Ich habe meinen Silberstatus verloren, bin jetzt nur noch ein gewöhnliches Mitglied bei Royal Orchid in dem Mileage-Programm. Weil ich einfach letztes Jahr nicht nach Thailand geflogen bin, da bin ich zu wenig geflogen, habe ich meinen Silberstatus verloren. Ein kleiner Tod irgendwie. Also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber ich habe das nicht verdrängt, habe mir gedacht, naja, für einen Mönch muss doch das völlig egal sein. Also rein praktisch ist es auch völlig egal, weil, wie gesagt, Thai Airways hat gewisse Vorteile für Mönche und da ist es völlig egal, ob ich einen Silberstatus habe oder nicht. Wenn ich da auftauche, dann läuft das halt. Es gab mal eine Zeit, da habe ich fast den Goldstatus erreicht. Da hätte mir noch ein Interkontinentalflug gefehlt in dem Jahr. Mit dem Goldstatus kann man dann in die VIP-Lounge. Aber das ist für Mönche auch kein echter Vorteil, ne? Also da hast du dann eine riesen Auswahl an alkoholischen Getränken und kannst da eine Selbstbedienungsbar, okay, da würden wir was bringen. Also ich war ein einziges Mal da drin, da hat mir jemand einen Business-Class-Flug spendiert von Bangkok nach Kuala Lumpur. Da kann man auch rein. Ja, nachmittags. Da hatte ich ein paar Stunden Aufenthalt. Ja, ein Tomatensaft. Ein paar, nach irgendwas. Ja, vielleicht noch ein Tomatensaft. Dann ist auch schon ausgereizt. Also ich habe mir das genau angeguckt. Obwohl ich keinen Vorteil habe von diesem Silberstatus, habe ich mir gedacht, schau an. Sogar so eine Kleinigkeit, sowas völlig Unbedeutendes. Da ist in dem Moment, wo ich das hernehme, um meinen Platz zu definieren, meine Geborgenheit in meiner Rolle zu finden, tut's weh, wenn das weg ist. Ja, das war also Weisheit und Samadhi. Weisheit und Vertrauen. Was wir machen, wenn wir versuchen, die wahre Natur des Sankharas zu erkennen, also A, dass sie vergänglich sind, nichts Verlässliches, wo man also seine Geborgenheit drauf bauen kann, und B, ja eben, dass es eine Bedingtheit ist, dass es im Grunde eine Versklavung ist, dass wir davon abhängig sind, dass es Suchtstoff ist. Also wenn ich so praktiziere, so kontempliere, was ich dann tue, ist, ich ziehe mir diesen Teppich, den Sankhara-Teppich unter den Füßen weg. Das ist nicht ganz so einfach. Da brauchen wir eben diese andere, den balancierenden Faktor zur Weisheit, nämlich Vertrauenssatta, was also jetzt nicht Glaube ist, Glaube im Sinne von dem Gegenteil von Weisheit, sondern der ergänzende Faktor. Als ich 1990 frisch gebackener Buddhist war, ich in Varanasi in irgendeinem Vihara, habe ich da übernachtet und da hat ein indischer Mönch zu mir gesagt, also er wollte mir dann erklären, wie alles ist, wie alles funktioniert. Zuflucht zu Buddha ist Zuflucht zur Achtsamkeit, zur eigenen Achtsamkeit. Also ich wusste damals nicht so recht, was drauf zu sagen, aber irgendwie hat das ein ungutes Gefühl in mir ausgelöst. Also immerhin ungut genug, dass ich mich heute noch dran erinnern kann. Zuflucht zur eigenen Achtsamkeit, das erscheint mir ein bisschen wenig und wenig Geborgenheit drin zu sein. Ich habe von christlicher Seite schon ein paar Mal zu hören gekriegt, also ihr Buddhisten tut mir irgendwie leid. Ja, ihr habt keinen, an den ihr euch wenden könnt. Ihr habt keinen Gott, den ihr Papi nennen könnt, meinetwegen. Also mal da ganz abgesehen davon, dass es ganz unangebracht wäre, den Tathagata mit Papi anzusprechen. Oder Afuso. Oder Tati. Irgendwie sowas.
in Abwandlung eines Nietzsche-Worts, Buddha ist tot. Das ist so die gängige Einstellung vieler Buddhisten im Westen, die versuchen, Zuflucht zu ihrem eigenen Intellekt zu nehmen, die sich dann auch mal so ein bisschen distanzieren von den real existierenden Buddhismus in asiatischen Ländern, wo Leute sich dann gerne Neubuddhisten oder Altbuddhisten oder Urbuddhisten oder Pali-Buddhisten oder was weiß ich, protestantische Fundamentalisten-Buddhisten oder wie auch immer. Oder 2.0-Buddhisten ist das Neueste. Ganz abgesehen davon, dass es nicht korrekt ist zu sagen, der Buddha ist tot. Weil er hat ja das Todlose erreicht, zum einen. Zum zweiten war das ja eine der Fragen, die er zurückgewiesen hat, nämlich die Frage, ob ein Buddha nach seinem Tod existiert oder nicht existiert. Beides nicht zutreffend. Also wenn ich sage, Buddha ist tot, dann ist das eine Form von Nihilismus. Und dann sich selbst eine Insel zu sein, das ist schon ein sehr lauer, sehr schwacher Ersatz dafür. Wenig Trost, Zuflucht zum eigenen Dhammawissen, okay, das kann uns ein Stück weit weiterhelfen. Es kann uns helfen, die richtige Ansicht vorzubereiten. Aber was nützt uns dieses Wissen? Wir haben noch so viele Lehrreden gelesen in den Stunden der Wahrheit, wenn der Tod an die Tür klopft. Was hilft es uns? Letztendlich ist die Vorstellung, ich weiß Bescheid, auch nur ein Sankara. Auch nur ein Suchtstoff. Achtsamkeit, Zuflucht zur Achtsamkeit, wie dieser indische Mönch gesagt hat, ist auch prima. Achtsamkeit ist sehr gut, brauchen wir, unabdingbar. Aber wir müssen uns im Klaren sein, solange wir Gier, Hass und Verblendung haben, unterliegt auch die Achtsamkeit noch Gier, Hass und Verblendung. Die Paticca-Samuppada-Brille. Wenn wir sehr achtsam durchschauen, sehen wir es immer noch alles gefärbt. Das allein reicht nicht aus. Hat ja auch schon zur Zeit des Buddha, ich glaube seinen Cousin oder was, Mahanama, beobachtet. Gibt es die Lehrrede M14, wo er zum Buddha gegangen ist und gesagt hat, ich habe eigentlich die Lehre komplett verstanden. Aber trotzdem kommen immer noch Gedanken von Gier, Hass und Verblendung in mir hoch. Und der Buddha sagt, naja, weil du noch nichts als Alternative vorzuweisen hast. Eine Gefahr bei der Zuflucht zu unserer eigenen Klugheit ist natürlich auch, dass wir dazu neigen, das, was wir nicht verstehen, rauszuschneiden. Oder nur noch so eine verstümmelte Rumpflehre zur Verfügung haben. Die Zuflucht immer bröckeliger, die Geborgenheit in der eigenen Praxis immer bröckeliger. Buddha ist tot, das ist ein Problem, was die Tibeter zum Beispiel nicht haben. Bei denen ist eher das andere, vielleicht das andere Extrem, oder wo sehr viel mit so Visualisierungen, tantrische Gottheiten und wo man so umgeben ist von einem Pantheon von Buddhas und Bodhisattvas und was weiß ich alles. Ich habe mal am Anfang meiner Praxis bei einem Meditationsretreat ein bisschen übertrieben, ein bisschen zu sehr auf meine eigene Kraft vertraut und bin dann ein bisschen entgleist. Also ich will nicht sagen, dass ich übergeschnappt bin oder so durchgedreht, aber habe so ein bisschen den Boden unter den Füßen verloren. So die Achtsamkeit war mal weg. Und habe dann versucht, das wiederzubekommen. Habe es also gemerkt, jetzt muss ich mal was anderes probieren. Und was geholfen hat in dem Moment war, dass ich, damals habe ich noch so ein bisschen mit den Tibetern rumexperimentiert, habe ich mir so eine Meditationsgottheit, so ein Bodhisattva oder was, die Tara, vorgestellt, die mich anlächelt. Und in dem Moment, ja, dann habe ich da plötzlich meine Füße wieder gespürt bei der Gehmeditation. Also es war so halt ein Hilfsmittel, was in dem Moment geholfen hat. Also das mache ich heute jetzt nicht mehr. Als für Mönche ist das auch ein bisschen, vielleicht nicht ganz angebracht, weil also diese Meditationsgottheit, also weiblich und oben ohne und laut dem offiziellen Meditationsanleitung mit den Brüsten einer 16-Jährigen. Das ist also für Mönche jetzt nicht unbedingt die richtige Methode. Aber doch ein Hinweis darauf, dass wir ein bisschen vorsichtig sein sollten mit der Einschätzung unserer Fähigkeit, uns selbst den Teppich unter den Boden, unter den Füßen wegziehen zu können.
Das hat letztendlich nur einer geschafft, nämlich derjenige, der dann Buddha geworden ist. Also man gab natürlich viele Buddhas, aber alle anderen hatten zumindest, alle Arahants hatten den Buddha zur Verfügung. Also statt zu sagen, ich bin mir jetzt ab sofort eine Insel und hafte an nichts mehr an, ist es vielleicht ratsam, stufenweise vorzugehen und erstmal die groben Sankharas durch feinere Sankharas auszutauschen. Das Glück der unteren Ebenen, Essen, Trinken, Tralala, zu ersetzen durch das Wohlbefinden eines klaren, tugendhaften Geistes, der durch die Meditation zur Ruhe kommt, der Dhamma kontempliert, der die Brahma-Viharas entfaltet, Wohlmeinen mit allen Wesen, der versucht, Grenzen zwischen sich selbst und anderen aufzulösen. Könnte man natürlich einwenden, naja, aber so die Metta-Praxis, ist das nicht auch irgendwie wieder so eine Form von Abhängigkeit, die man da schafft? Eigentlich nicht. Was wir vorhin gechantet haben, mögen alle Wesen in Wohlergehen weilen und mögen sie ihr Wohlergehen bewahren. Nicht ich. Mein Wunsch ist, dass sie ihr Wohlergehen bewahren. Ich bin nicht für die verantwortlich. Es wird oft missverstanden. Wie eine Mutter ihr einziges Kind beschützt, und dann denken wir weiter, so sollen wir alle Wesen beschützen. So steht es aber gar nicht drin. So sollen wir unsere Einstellung beschützen. So sollen wir unseren Geist unendlich weit entfalten. Unser Metta sollen wir genauso beschützen, wie die Mutter ihr Kind beschützt. Wir sollen uns nicht für andere opfern. Wir sollen uns, wenn opfern, dann für Dhamma, für die eigene Weiterentwicklung. Damit nutzen wir einen anderen am allermeisten. Dieses Mitgefühl, dieses falschverstandene Mitgefühl, Metta-Praxis, ist weit verbreitet, also im Mahayana ist so eine Bodhisattva-Romantik weit verbreitet von dem einen Bodhisattva, der dem Hund die Würmer aus den Wunden geleckt hat, um die Würmer nicht zu verletzen. Solche Sachen. Ja, wie ist es denn nun? Ist der Buddha noch da? Haben wir Weggefährten, die uns irgendwie weiterhelfen können, ein Gegenüber, oder sind wir ganz allein? Wie schaut es denn aus mit Schutzengeln zum Beispiel? Es gibt einen Spruch aus den Suttas, Dhamma beschützt den, der es praktiziert. Es gibt viele Aussagen in den Suttas, dass die Devas denen wohlgesonnen sind, die Ethik praktizieren, die ja Dhamma praktizieren. Ich kann euch hier in dem Zusammenhang auch gerne mal outen, dass ich schon zweimal auf Tudong in ziemlich aussichtslose Situationen geraten bin, eine davon potenziell lebensgefährlich, die andere zumindest sehr, sehr, sehr unangenehm, wo ich einfach gerufen habe, Devas, helft mir aus tiefem Herzen. Und ja, beide Male ist mir geholfen worden. Wobei es jetzt völlig egal ist, ob ich mit diesem Hilferuf irgendwelche tief in mir sitzenden eigenen Kräfte mobilisiert habe oder ob die mir tatsächlich den richtigen Tipp gegeben haben und mir ein bisschen da in die richtige Richtung geschubst haben. Zuflucht zu Sangha. Also in meiner eigenen Praxis habe ich festgestellt, dass Kontemplation, Reflexion, Sangha Nusati viel mehr wirkt, wenn wir von dem abstrakten Prinzip Sangha, das sind die edlen und da, die vier edlen Paare und die acht Individuen und was weiß ich, zu real existierenden Edlen übergehen können. Also die ein bisschen mit die Knochen da, das Knochengerippe der abstrakten Kontemplation mit richtigem Fleisch versehen können. Ich habe heute Morgen mit Lumpa Tongding telefoniert. Bin erstmal wieder ein bisschen geschwebt. Ein Gefühl der Geborgenheit, ja. Aber ich denke, dieses Gefühl der Geborgenheit kommt nicht daher, dass er jetzt irgendwie mir welche irgendwelche Sorgen abnimmt. Er ist so ein Drittel um den Globus weit weg wohnt er. Aber einfach diese Inspiration, jawohl, da geht was. Wobei wir uns natürlich in Acht nehmen müssen, dass diese Besinnung oder ja diese Form von Sankhara ja auch, aber eine Form, eine edle, eine feine Form Sankhara, von Sankhara, dass die nicht entgleitet oder pervertiert. Denn wir kennen ja auch den Guru-Kult. Ja, Projektion. Projektion ist im Prinzip auch nichts Verwerfliches. Macht jeder.
Projektion ist. Das heißt, wir versuchen in unserem Gegenüber, in unserem Du, in unseren Sankaras irgendwas zu sehen. Die sollen so oder so sein. Das nennt man Projektion. Es wird nur ein bisschen, ja, gefährlich vielleicht, wenn die Projektion in irgendwelche extremen Richtungen geht. Also wenn zwischen dem, was die Leute von sich aus sind oder was sie meinen, was sie sind, und was wir meinen, was sie sein sollten, wenn das zu sehr auseinanderklafft, dann wird's unter Umständen gefährlich. Aber wir als Mönche mit unseren großen Stoffflächen sind natürlich die ideale Leinwand für Projektion, Projektionsfläche. Exotisch genug, dass man da alles Mögliche hinein projizieren kann. In der Regel ist das auch erträglich und okay. Nur eben, es wird unangenehm und unter Umständen auch gefährlich, wenn es in die Extreme geht. Das eine Extrem ist, die Leute, die auf uns projizieren, wollen, dass wir genauso sind wie sie. Nur dadurch, dass wir eben so diesen Exotenstatus haben, eine kleine Legitimation von außen, dass es okay ist, so zu sein. Das ist die eine Form. Der Robenkumpel. Das ist jetzt inzwischen nicht mehr so das große Thema, war aber am Anfang, waren haarsträubende Sachen. Also wir sollen zeitgemäß sein, selber Auto fahren, Hosen tragen, Abendessen, unser Essen selber kochen. Das zeitgemäß sein, das, ja, das ist etwas, was ich überhaupt nicht sein will. Zeitgemäß heißt nur, dass Gier, Hass und Verblendung neue Formen finden. Das ist immer zeitgemäß. Das andere Extrem der Projektion ist, die Mönche sollen so sein, wie ich niemals sein kann, aber vielleicht gerne wäre. So die Idealasketen. Das kriegen wir auch hin und wieder serviert. Aktuell immer dann, wenn irgendwelche Bauprojekte anstehen. Interessanterweise, wenn es Bauprojekte sind, die der Laienschaft zugutekommen, ist das viel weniger ausgeprägt. Wenn es Bauprojekte sind, die der Sangha zugutekommen, dann kommt manchmal so dieser Projektionsknüppel. Jetzt gerade auch wieder mit dem Sanitärgebäude, was wir gebaut haben. Weil die Leute, die dann sagen, wir sollen aus asketischen Gründen sowas gar nicht haben, sind ja genau diejenigen, die es eben nicht können, 200 Meter aufs Klo zu gehen, im Winter durch Schnee treiben und minus 15 Grad, die sich nicht zu siebt eine Dusche teilen müssen. Ja, da ist eben dann die Projektionsfigur, die ich um mich herum aufstelle. Da gestalte ich an den Sankaras herum auf eine Art und Weise, die nicht unbedingt sehr gesund ist, würde ich mal sagen. Aber kommen wir zu dem Gegenüber zurück, Buddha Dhamma Sangha, das Zufluchtsobjekt. Das heißt ja in einer Lehrrede, wer den Tathagata sieht, sieht Dhamma, und wer Dhamma sieht, sieht den Tathagata. Ich habe kürzlich schon mal darüber gesprochen, wie abstrakt wir ein Gegenüber haben. Der Buddha noch vorhanden als meine eigene Achtsamkeit, das ist das eine Extrem, oder der Buddha noch vorhanden in seiner Lehre, oder wie Mahayana als das ursprüngliche Gelübde, oder Buddha-Felder, oder Ur-Buddhas, oder Erleuchtungsprinzipien. Inwieweit brauchen wir überhaupt ein Gegenüber? Ich denke, letztendlich finden wir Geborgenheit erst dann in uns selber, sind uns selbst eine Insel, wenn wir mit der Praxis fertig sind. Bis dahin ist es vielleicht ganz gesund und heilsam, nicht so zu tun, als bräuchten wir es nicht. Also diese der Buddha ist tot Einstellung kann da keine definitive Antwort anbieten. Es ist letztendlich so eine persönliche Beziehung zum Buddha aufzubauen, der nun als Person schon bei seinem Erwachen nicht mehr da war. Der Tathagata war nicht mehr auffindbar als Person, als Ich, als Ego. Und da irgendeine persönliche Beziehung aufzubauen, ja, ist ein Werkzeug, das dazu dient, die Abhängigkeit von all diesen persönlichen Beziehungen zu überwinden. Aber nicht durch my books and my poetry und nicht dadurch, dass ich mir selber was vormache. Ich will euch mal was vorlesen aus einer buddhistischen Zeitschrift. Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, o Erhabener, sondern um Kraft für den Alltag. O Heilgewordener, Arahang, lehre mich die Kunst der kleinen Schritte. Ich bitte den vollkommen Erwachten, Sammasambuddho, um die Kraft für das rechte Maß,
dass ich nicht durch das Leben gleite, sondern meinen Tagesablauf bewusst wahrnehme, auf Lichtblicke und Höhepunkte achte und Raum finde für den Augenblick der Stille. Lass mich erkennen, dass Grübeln nicht weiterhilft, weder über die Vergangenheit noch über die Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu erkennen. Bewahre mich vor der Erwartung, es müsste im Leben alles glatt gehen. Zeige mir, als der in Wissen und Wandel bewährte, Vita Charanasampano, den Weg zur Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge und sogenannte Rückschläge eine hilfreiche Zugabe zum Leben sind, durch die ich wachse und reife. Schicke mir, o willkommener Sugato, im rechten Augenblick jemanden, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen, und lass mich deine Wahrheit aus meinem Innersten hören. Ich weiß, dass sich so manche Situationen auch dadurch lösen lassen, dass ich nichts tue. Zeige mir, o Kenner der Welt, Loka wie du, wo ich warten soll und gib mir die Geduld und das Vertrauen dazu. Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich dieser schönsten, schwierigsten, riskantesten und zartesten Aufgabe des Lebens gewachsen bin. Verleihe mir, o übertrefflicher Wegführer, anleitungsbedürftiger Menschen, das wahrscheinlich sollte unübertrefflicher heißen, Anuttaro Purisadamasarati, die nötige Wachsamkeit, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte, mit oder ohne Worte, an der richtigen Stelle abzugeben. Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die unten sind. Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche, sondern was ich brauche. Lehre mich, o Lehrmeister von Göttern und Menschen, Satta Deva Manusanang, die Kunst der kleinen Schritte. Lass mich, o erwachter Buddha, dich jeden Tag in meinem Herzen spüren. So können auch die anderen deine Weisheit durch mich erfahren und fühlen, dass du, erhabener Bhagava, in allem bist, bei jedem kleinen Schritt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da Ewang oder Amen sagen soll, aber es hat mich in gewisser Weise beeindruckt. Es ist offenbar jemand, der der Theravada-Tradition nahesteht, hat es auf eine Art und Weise ausgedrückt, wo es jedem der Neo- oder Alt- oder Ur- oder Pali- oder Hardcore-Buddhisten die Zehennägel aufrollen würde. Das geht doch nicht. Da hätte ich ja gleich Christ bleiben können. Also man muss dazu sagen, das ist aus Bayern. Also urkatholische Gegend, hier im eher protestantischen Frankenwald wirkt es exotisch, muss man mal so zu sagen. Aber also da ist ein Aspekt drin, der projiziert jetzt alles so nach außen, hat in dem Buddha ein Gegenüber. Ich will jetzt dazu weiter nichts sagen. Also ich finde es auch sehr mutig, irgendwie so einen Text zu schreiben und zu veröffentlichen. Ja, wie ist das bei uns? Wenn wir uns vor der Buddha-Statue verbeugen, dann haben wir ja auch ein Gegenüber. Es sind auch gewisse Ausdrucksformen. Man jetzt nicht gerade so, also das klingt mir jetzt schon auch ein bisschen klerikal, das Ganze, ja. Aber ja, sich verbeugen ist auch irgendwie etwas nach außen projizieren. Aber interessanterweise die, die kein Gegenüber mehr gebraucht haben, die Arahants, die haben auch mit dem Verbeugen nicht aufgehört. Aber natürlich ist es ein Werkzeug zu schauen, was macht es mit mir, wenn ich also da jetzt von meinem eigenen Stolz, meiner eigenen Geborgenheit in mir selbst an der Insel sein, ein bisschen was abgebe, ein bisschen was loslasse. Was passiert da? Puja, Räucherstäbchen anzünden, was hergeben für jemanden, der eigentlich tot ist oder tot sein soll angeblich. Lobpreisungen, ja, was wir heute gechantet haben, die lange Form in der Verbeugung. Mögen Buddha, Dhamma, Sangha meine Wiedergutmachung akzeptieren für alles, was ich ihnen gegenüber falsch gemacht habe. Das ist also ein Grund, warum der Text nicht übersetzt ist, habe ich mich noch nicht getraut. Ja, letztendlich geht es darum, seinen eigenen Weg zu finden, seinen eigenen mittleren Weg vielleicht zu finden. Aber wir müssen auch auf der Hut sein, dass uns die Kilesas nicht einflüstern. Naja, ich brauche das nicht. Also so äußere Formen brauche ich nicht. Ich habe ja das alles schon losgelassen oder sonst irgendwas. Das machen die Kilesa sehr gerne. Ein Aspekt, der vielleicht interessant ist in dem Zusammenhang, Mönche, die so auf Kamatana, auf Praxis stehen, die stehen auch auf Abgeschiedenheit, auf Zurückgezogenheit. Aber diejenigen, die sich viele in Abgeschiedenheit aufhalten, erleben keine Einsamkeit dabei.
Es ist jetzt nicht, dass wir uns imaginäre Gesprächspartner erfinden, mit denen wir uns dann in unserer Kutti unterhalten oder so. Aber Sangha Nusati beinhaltet auch, Besinnung auf Sangha beinhaltet auch, sich klar zu machen, wir sind auch nicht allein. Es sind andere, die auch den Weg gehen. Dass der Buddha vielleicht in irgendeiner Form ein Partner sein kann. Ajahn Chah hat gesagt, wenn ihr in eurer Kutti keine Buddha-Statue habt, dann verbeugt euch vor eurer Schale. Finde ich klasse. Die Schale ist das Symbol für Upasampada, über die Linie, die bis zum Buddha zurückgeht. Diese Geborgenheit, im Orden des Buddha zu sein. Denn ohne Schale kann man nicht Mönch werden, die braucht man. Schale und Roben muss man haben, um Upasampada, Mönchsordination, bekommen zu können. Schale ist natürlich ziemlich grobe Gestaltung. Aber sie weist ja über sich selbst hinaus, sie weist auf das Ziel hin. Zum Schluss möchte ich, oder kurz vorm Schluss, was vorlesen aus dem Heft, was der Remo zur freien Verteilung produziert hat. Die Geborgenheit in einer der Stunden der Wahrheit, in dem Vortrag, den Ajahn Chah für eine sterbende Laienanhängerin gehalten hat. Unsere wirkliche Heimat. Passt gut, ne, zu dem Thema. Wirkliche Heimat in dem Herz, das loslassen kann. Darum zögere nicht, lass los, lass alles hinter dir. Selbst wenn du nicht loslässt, wird alles sowieso bald seinen Weg gehen. Kannst du das erkennen, wie all die verschiedenen Teile deines Körpers fort möchten? Nimm dein Haar. Als du jung warst, war es dicht und schwarz. Jetzt fällt es aus, es geht fort. Deine Augen waren einmal klar und scharf. Jetzt sind sie schwach und du siehst nur noch verschwommen. Wenn die Organe genug haben, gehen sie fort. Das ist nicht ihr Zuhause. Als Kind waren deine Zähne gesund und fest. Jetzt wackeln sie, vielleicht hast du sogar falsche. Deine Augen, Ohren, Nase, Zunge, alle möchten fort, weil das nicht ihr Zuhause ist. Man kann sich in einem Sankara, in einer Gestaltung, kein dauerhaftes Heim einrichten. Man kann für kurze Zeit bleiben und dann muss man wieder gehen. Wie ein Mieter, der mit versagenden Augen über sein winziges kleines Haus wacht. Seine Zähne sind nicht mehr so gut, die Ohren nicht mehr so gut, der Körper ist nicht mehr so gesund, alles schwindet dahin. Wenn wir an Buddha, den Erhabenen, denken, wie wahr er gesprochen hat, spüren wir, wie sehr ihm Gruß, Verehrung und Hochachtung gebühren. Wann immer wir die Wahrheit in etwas erkennen, sehen wir seine Lehre, selbst wenn wir eigentlich nie Dhamma praktizieren. Doch selbst wenn wir die Lehre kennen, sie studiert und praktiziert haben, aber noch nicht ihre Wahrheit erkannt haben, sind wir immer noch ohne Zuhause. Verstehe also das eine, dass alle Menschen, alle Wesen im Aufbruch sind. Wenn die Wesen eine angemessene Zeit lang gelebt haben, gehen sie ihres Weges. Die Reichen, die Armen, die Jungen, die Alten, alle Wesen müssen diese Wandlung erfahren. Wenn du erkennst, dass die Welt so ist, wirst du spüren, dass sie ein ermüdender Ort ist. Wenn du erkennst, dass es nichts Bleibendes, nichts Festes gibt, auf das man sich verlassen kann, wirst du dich ernüchtert fühlen und loslassen. Ernüchtert sein heißt jedoch nicht, Ablehnung zu verspüren. Im Gegenteil, der Geist ist klar. Er sieht, dass nichts getan werden kann, um an den Gesetzmäßigkeiten etwas zu ändern. Die Welt ist einfach so. Wenn man so erkennt, kann man das Festhalten aufgeben. Kann man mit einem Geist loslassen, der weder glücklich noch traurig ist, sondern im Frieden mit den Sankharas, weil er mit Weisheit ihr veränderliches Wesen erkennt. Der große Lehrer erkannte, dass alle Bedingtheiten unbeständig sind und deshalb lehrte er uns, unsere Bindung an sie aufzugeben. Wenn wir das Ende unseres Lebens erreicht haben, haben wir sowieso keine Wahl, dann können wir nichts mit uns nehmen. Wäre es da nicht besser, die Dinge vorher abzulegen? Sie sind nur eine schwere Last, die man mit sich herumträgt. Warum die Last nicht jetzt abwerfen? Was bringt es, sie mit sich herumzuschleppen? Lass los. Vorhin bei dem Abendchanting haben wir auch die eine Zeile gechantet. Buddho yo sabba paninang saranang kema muttamang. Der Buddha ist für alle Wesen die Zuflucht, die höchste Geborgenheit. Und ich will jetzt schließen mit den Pali-Versen vom Anfang in der Übersetzung. Bezieht sich auf die dreifache Zuflucht zu Buddha Dhamma Sangha und auf das Erkennen der vier edlen Wahrheiten. Das ist Zuflucht und Geborgenheit. Die höchste Zuflucht ist's für wahr.
Bei solcher Zuflucht angelangt, wird man von allem Leid befreit. Das war also Ausführungen zum zweitschönsten Wort der deutschen Sprache. Was ist das schönste Wort? Rat mal. Liebe. Platz 3. Habseligkeiten. Ach. So nüchtern. Platz 4. Marmelade. Ja, das hätte ich dann lieber auf dem ersten Platz gesehen. Ja, es war halt eine Umfrage. Und wenn man das Wort Habseligkeit auseinandernehmen kann, schon wieder ganz richtig sein. Nur haben die das nicht gemacht. Ja, haben wir auch gedacht. Aber normalerweise, ja, es ist ja auch meistens, wird ja verwendet für wenig Besitz. Seine Habseligkeiten, dass da jemand mit wenig auskommt. Aber trotzdem ist es irgendwie sehr ernüchternd. Ja. Das ist halt trotzdem in Besitz. Hm. Wurden die Worte vorgegeben? Irgendwie so, das weiß ich nicht. Harang Samma Sambuddho Bhagavan Bhutan Bhagavantan Abhivademi Svakato Bhagavata Dhammo Dhammam Namassami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sanghang.